So. Hey Rosaria, was geht ab? Das ist saumäßige Arbeit, die Regale ständig abzustauben. Da hättest du recht, wenn ich es denn tatsächlich auch machen würde. Und das mache ich halt nicht. Also ich mache das halt nur, wenn ich weiß, dass irgendwie Leute zu Besuch kommen. Dann staube ich die ab, aber ansonsten flusen die voll. Das sieht man halt auch in den Videos auch nicht. Und wenn ich es nicht für die Videos hübsch machen muss, dann mache ich es auch nicht. Halt auch wenn mein Zimmer halt so übel fucking dreckig ist und überall halt so Zeug rumliegt. Das Maximale, was ich tue, ist einfach alles außerhalb der Kamera-Dings zu schieben. Anstatt es halt richtig aufzuräumen. Und das war's so. Ey, das ist halt voll ätzend. So, und ich will halt noch so viele Figuren eigentlich haben. Es gibt halt so eine Persona 5 Joker-Figur von Prime One, glaube ich. Die ist halt auch gigantisch riesig groß. Aber die ist so schön. Und ich weiß nicht, wo ich sie hinstellen soll. Und ich habe mir halt vor Ewigkeiten so eine Aerith im Kleid-Figur gekauft für 200 Euro. Die vergammelt auch in ihrer Packung, weil ich sie nirgendwo hinstellen kann. So. Ich habe halt eine 2B-Figur von Nier Automata. Die kann ich auch nirgendwo hinstellen, weil ich einfach keinen Platz habe. Die war auch mega teuer. Ich glaube, ich habe sogar so eine Bruder-Nier-Figur. Und so eine Emil-Figur. Und ich kann die nirgendwo hinstellen, weil ich keinen Platz habe. Ja, hatet so. Warum geiert ihr alle um mich herum? Ich hab euch lieb, aber meine Güte. Ihr seid echt ein bisschen anstrengend gerade. So, jetzt kommst du auch noch dran. Damit wir alle durchhaben, glaube ich, oder? Ach. Oder halt von First for Figures. Die haben so coole Silent Hill Figuren. Und die haben letztens so eine Metal Gear Solid, Solid Snake Figur angekündigt. Die halt auch so insane hübsch aussieht. Ich will sie alle haben, aber ich habe keinen Platz und kein Geld. Ich hätte die Persona 3 Reloaded CE gerne vorbestellt, aber ich, wie gesagt, der Platzmangel sagt nein, so. Da dachte ich mir dann halt echt so, das kannst du nicht bringen, so. Halt, so gerne ich Persona mag, ich mag es jetzt nicht so gerne, dass ich unbedingt diese Collectors Edition brauche. So, als nächstes brauche ich, glaube ich, das hier. Da brauche ich Buchenholz 2. Dann Kupferbarren 2. Dann Steinziegel 3. Und Lehmziegel 3. Geht das? Ja, okay, perfekt. So, während das am Rödeln ist und die Tiere alle happy sind, kann ich mich aufmachen. Und schon mal die ersten Sachen verkaufen. Die werfe ich einfach auch noch mit rein. So. Ich gehe tatsächlich auf das Nier-Konzert, aber auf das zweite. Für die erste Runde habe ich die Karten leider verpasst, aber die zweite Runde, da bin ich mit dabei. Ich weiß aber nicht, wann das ist. Ich glaube, es ist am Tag danach, oder? Das ist, Dieses fette Huhn steht mir im Weg. Okay, nee, alles gut. Genau, bei dem bin ich auf jeden Fall. Ich wäre gern beim ersten dabei gewesen, aber wie gesagt, das habe ich verpasst. Daher. Ah, rip me.
Hey Kira. Natürlich dürft ihr mich ansprechen. Wenn ihr mich irgendwo seht, haut mich ruhig an. Also die Faustregel ist eher, wenn ich halt gerade Kopfhörer aufhabe, dann eher nicht so. Aber wenn ich einfach nur irgendwo rumstehe oder so, dann könnt ihr mich ruhig ansprechen. Das ist halt kein Ding. Warum gibt's hier nirgendwo Korallen? Was ist los? Eben gerade lagen hier so voll viele rum und plötzlich ist nichts mehr da. Oh, mein Boyfriend. Ach. Okay, ich werde dir irgendwann gegrilltes Obst besorgen, aber dafür brauche ich erstmal einen Obstbaum, glaube ich. Vielleicht sollte ich mal einen kaufen. Ich glaube, ich habe genug Geld dafür. Ich bin 1,80 Meter groß. Warst du derjenige, der Früchte verkauft? Ich glaube schon, ne? Komm, wir kaufen uns einen Apfelbaum und einen Pfirsichbaum. Hey Sternchen, was geht ab? Piu! Kann ich die jetzt... Nee, die kann ich wahrscheinlich nicht einfach einpflanzen, ne? Da brauche ich bestimmt... die Blumenzucht... Eichensetzling... Ah nee, die kann ich einfach so fertig machen und dann einfach irgendwo hinsetzen? Cool, okay. Dann jetzt natürlich die große Frage, wo ich die am besten hinpacke, wenn ich ehrlich sein soll. Keine Ahnung. Ich glaube, den packe ich einfach nach hier und dann ist gut. So, wie sieht's hier aus? Das ist schon mal ganz gut. Hier ist alles fertig. Ich spiel's am PC. Eigentlich wollte ich immer mein Steam Deck spielen, aber ich habe das nicht angeschlossen gerade. Ich bin zu faul, unter meinen Tisch zu kriechen. Und den Stromstecker reinzustecken. Aber vielleicht mache ich das die Tage mal. Okay, während das weiter am Braten ist, kann ich vielleicht irgendwo so einen Kamm kaufen? Vielleicht bei dir? Haben Mammut und Wollhorn zu verkaufen. Nee, das wird, glaube ich, nix. Wie sieht's bei dir aus? Tierzuchtdienste? Nee. Oder? Was war das gerade? Tierzuchtgegenstände, aber auch das ist nicht das, was ich möchte. Mama Göttin, danke für den Sub. Kann ich bei dir was kaufen? Tierzuchtdienste, Gegenstände. Nee, auch hier ist nicht so das, was ich brauche. Ja.
Mysteriös. Irgendwo muss ich einen Kamm herkriegen, aber weiß Gott woher. Du kannst auf jeden Fall plattformübergreifend spielen. Aber ich weiß nicht genau wie. Aber ich gehe mal davon aus, dass das irgendwie mit diesen Phoenix Labs Accounts zusammenhängt. Echt, ich kann die so bürsten? Wie denn? Warte mal, wo ist mein Hase? Bunny-san, wo bist du? Hier bist du. So, wie kann ich dich bürsten? Oh! Ich dachte, das muss ich extra kaufen. Okay, cool. Dann ist ja gut. So, wie sieht's aus? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und fast fertig. Fehlt noch einer. Wie kann ich das hier eigentlich aktivieren? Weil theoretisch sollen die dann ja irgendwie, oder? Bin ich dumm? Ein unwiderstehliches Lockmittel, das die Tiere in die Nähe des Bauernhofs... Aber das funktioniert nicht. Oder... Hä? Indem ich die Glocke am Stall klingel. Jetzt laufen die alle dahin. Das klappt irgendwie nicht so. Nun? Ja, keine Ahnung, vielleicht... Ich hätte gedacht, dass ich das dann irgendwie benutzen kann und dann kann ich irgendwie dagegen hauen oder so, aber... Keine Ahnung. Ich glaube, das ist eher dafür da, dass ich die Tiere raushole, wenn sie drin sind, oder? Ich muss eh irgendwann meinen ganzen Kram hier neu bauen, also von daher... Wie konnte man das nochmal drehen? Gar nicht? Ich bin ziemlich sicher, dass man das drehen konnte irgendwie. Aber okay, dann halt nicht. Das passt schon. Kommst du so nach da? Das ist auch okay. So. Okay. Hier fehlt mir auf jeden Fall einiges für. Ich glaube nämlich, das ist der Kram, den mein Boyfriend-Dude irgendwie haben möchte, ne? Aber dafür fehlt mir Honig. Aber das ist okay. Was brauche ich denn bei dem Dings noch? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Vielleicht kann ich einfach schon mal abgeben, was ich habe, damit das da eingetragen ist. Ich benutze einen Controller. Eigentlich müsste das aber auch stehen, wie das geht. Hey,
Leni. Was geht ab? So, ab nach Ebene 25. Ja, diese ganzen OnlyFans-Bots im Chat sind super nervig. Sorry dafür, aber ich kann da halt leider auch nichts machen. Also ich find's ziemlich cool. Also ich mag's ja gerne. Da. Komm schon. Mr. Fisch, was soll das? Na bitte. Na bitte? Ist nur die Frage, wo ich Sardinen herkriege. Aber die werden wahrscheinlich auch irgendwo im Meer rumschwimmen, oder? Erstmal die Creative Cloud updaten. Oh Mann. Okay. Kann Adobe einfach die Fresse halten, bitte? Was ist los? Ich will meine Creative Cloud nicht aktualisieren, Mann. Boing. Ah, oh, das ist das ganze Herumlaufen hier. Einfach übelst cool. Bin ich kleiner Fan von, muss ich sagen. Wie du halt so durch die ganze Gegend schwingen kannst und so. Das ist so toll. Ich mag's sehr gerne. Nein, ich muss noch meinen Fisch fischen, Dingsen. Nein! Ah!